Dies sind die Polaroid-Kameras Supercolor 635CL und 630 Lightmixer. Ich stelle euch die beiden Kameras gemeinsam vor, weil sie sehr, sehr ähnlich sind. Beide Kameras nehmen einen 600er Film, muss den von Impossible Project nehmen. Richtige Polaroid-Filme gibt es kaum noch zu kaufen und wenn dann nur alte abgelaufene Ware. Wer das möchte, hat die Möglichkeit, sie im Netz zu kaufen, aber im Laden gibt es nur noch als frische Ware die vom Impossible Project. Ich beginne mit der Lightmixer 630. Die Kamera nimmt, wie gesagt, genau wie ihre Schwesterkamera den 600er Film und gibt Bilder im 7,9 zu 7,9 Format. Das Baujahr der Lightmixer ist zwischen 1986 bis 1992. Etwa in der gleichen Zeit liegt auch diese Kamera. Die Optik der jeweiligen Linse ist eine 109 mm Linse mit einer 1 zu 14,6. Die Verschlusszeit hier bei der Lightmixer ist von einer Viertelsekunde bis einer 200. Sekunde. Das wird automatisch errechnet. Der Lichtsensor sitzt hier und misst das Licht und entscheidet selbstständig, wie schnell er die Linse auf und zu macht. Die Lightmixer ist eine Fix-Fokus-Linse, das heißt, man kann nicht scharf stellen oder unscharf stellen. Alles ab 1,20 Meter ist scharf. Das ist auch der Hauptunterschied zur CL. Die hat die Möglichkeit, hier vorne mit einem kleinen Schieberegler eine Linse vorzuschieben, eine Art Lupe, die nochmal die Möglichkeit gibt, zwischen 60 cm und 1,20 Meter ebenfalls scharf zu sehen. Aber sonst ist das auch die gleiche Linse, die auch ab 1,20 Meter bis unendlich alles scharf stellt. Die Möglichkeit, wenn ein Bild zu hell geworden ist, kann man hier einstellen, das heißt auf den schwarzen Pfeil schieben. Das bedeutet bitte einen Schritt dunkler, beziehungsweise wenn es zu dunkel geworden ist, nach rechts schalten, einen Schritt heller. Viel mehr kann man an der Kamera nicht einstellen. Beide Kameras haben einen eingebauten Blitz. Den feuert man, indem man den roten Knopf hier vorne, ihr seht den beim Auslöser, halb durchdrückt, etwa 5 Sekunden wartet. Wenn man durch den Sucher guckt, sieht man eine kleine Leuchtdiode, die irgendwann ausgeht und sobald sie aus ist, kann man den Knopf ganz durchdrücken und dann feuert der Blitz. Das ist bei beiden Kameras der gleiche Mechanismus. Um den Film auszuwechseln, auch das ist bei beiden Kameras gleich, müsst ihr hier an der Seite diesen kleinen Schieberegler vorne schieben, dann geht vorne die Klappe auf. Hier ist eine leere Filmkassette momentan drin, deswegen kann man sie jetzt aufmachen. Eine neue schiebt ihr genauso einfach rein, macht den Deckel zu und die Kamera ist fertig zum Fotografieren. Vielleicht ein Wort noch zu den Batterien. Wer die Kameras absucht, findet kein Batteriefach, denn die Batterien sind bei allen Polaroid-Kameras direkt mit im Filmpaket enthalten. Das sind die Polaroid Supercolor 635 CL und 630 Lightmixer.